es geht immer besser. Es geht immer besser. Aber die Jungs hier haben diese Maßstab ja gegeben. Also mit deren Einsatz, mit deren alles, was dazugehört, also da muss man das, möchte man das auch mal ein paar Spiele so sehen. Die Kickers waren ja jetzt sehr erfolgreich im letzten Spiel mit den zwei Spitzen. Heißt das jetzt wieder Offensivfußball beim nächsten Spiel? Oh, das ist ein. Jetzt muss ich das noch erklären. Also nur weil wir vielleicht offiziell mal 4-2-3-1 gespielt haben, das heißt nicht, oder 4-1-4-1, dass man nur mit einem Stürmer spielt. Ja, auf Papier schon, aber wenn man zwei auf Außen hat, die normal auch Stürmer sind, ist das egal. Aber jetzt, wenn man genau hingeschaut, auf nicht genau hingeschaut, wenn man es auf Papier hinstellen würde, das stimmt, haben wir jetzt offiziell zwei Stürmer gehabt. Und das könnte am Samstag oder am Sonntag klar auch so aussehen. Ja. Nach Wien Wiesbaden gab es da eine Reaktion in Regensburg. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich begründe immer gerne mein Lob. Und zwar, ich habe es also total positiv, ich glaube, jeder Anwesende wahrgenommen. Eine unglaublich gute Reaktion nach dem, brauchen wir nicht mehr erwähnen, nach dem fast schlechtesten Spiel, sage ich mal, der Saison kam, prompt das Beste aus meiner Sicht. Taktisch, läuferisch, in jeder Hinsicht, vom Willen her, von der Art und Weise, wie wir da zurückgekommen sind nach dem 0-1, wie jeder für jeden gerannt ist. Das war toll, das hat Spaß gemacht und dann sieht man auch wieder, wie Fußball funktioniert, nämlich genau so, wie du nicht denkst. Ja, ich denke, dass wir auf einen Gegner treffen, der ein Tick besser ist als wir. Das sieht man dann erstmal schon mal an der Tabelle stand, aber ich glaube auch, dass sie vielleicht die Erwartungen nach letztes Jahr vielleicht auch wieder ganz vorne rein zu rutschen, vielleicht ein bisschen nicht alles optimal gelaufen ist. Ich glaube, die haben auch einen gewissen Druck dieses Jahr gehabt, weil da nicht alles optimal gelaufen ist. Letztendlich haben unheimlich eine erfahrene Truppe. Das hat sich, also ich glaube, das zweite oder dritte Jahr auch schon, wo sie eigentlich zusammenspielen und haben natürlich wollten eigentlich, glaube ich, dieses Jahr auch mit aufsteigen. Also in Gedanken habe ich sie natürlich gehabt, wie jeder andere. Eine Möglichkeit besteht natürlich für denen immer, wenn sie hier gewinnen. Und das wollen wir natürlich jetzt verhindern. Und wie gesagt, die waren letzte Mal auswärts sehr stark, haben sehr oft gepunktet auswärts. Und das wollen wir jetzt mal zeigen, dass wir auch wieder heim zu Hause auch mal wieder gewinnen können. Eine der wichtigsten Fragen sicherlich, wie sieht es bei Robert Wolnikowski aus? Kannst du was sagen? Ob es das Wichtigste ist, weiß ich nicht, aber klar, der Robert ist natürlich wichtig als Spieler, als Torwart und wir haben einen Kernspiel gehabt, nichts kaputt, kein Muskelfaserriss, auch keine Zerrung, also ist es eine Verhärtung, also mit an einem, wo das halt vom Ellenbogen rauskommt und das hat ihm natürlich unheimlich viel Probleme gemacht jetzt. Wenn alles hinhaut, wird er... Also die Möglichkeit besteht, dass er am Sonntag spielt. So drücke ich am besten aus, weil es noch nie hundertprozentig sicher ist. Aber die Entscheidung wird dann kurzfristig fallen, auf jeden Fall. Gibt es sonst, weil wir gerade beim Personal sind, erstmal von deiner Seite da noch etwas Berichtenswertes? Matthias Schwarz, klar, hat sich gestern ergeben. Sonst, Matthias Schwarz, Gott sei Dank, 3 Wochen. Also befürchtet wurde schlimmer. Ist dann 3 Wochen reicht auch, sage ich mal so. Die Saison ist letztendlich ja vorbei. Aber so ist man optimistisch, weil dann weiß man, dass er zur Rückrunde auf Rückrunde startet. Vorbereitung jetzt eigentlich für nächstes Jahr wieder voll dabei ist. Und sonst alles andere ist ganz normal im grünen Bereich. Hagen ist wieder gesund? Von dem letzten Spiel, nein, noch nicht. Das wird wohl Samstag, Sonntag nicht reichen. Ja. Also das Tod ist ja immer noch ein Thema bei euch oder spielt er die Saison überhaupt noch oder wird er überhaupt nicht mehr eingesetzt? Du hast, glaube ich, schon die Frage alles damit beantwortet. Also der ist immer ein Thema bei uns, er wird vielleicht noch eingesetzt und das liegt eigentlich auch mit an ihm. Also alles andere nicht an mir. Ich würde sagen, wenn er sein Bestes gibt, dann kann er auch spielen. Okay, er spielt ja für die zweite Mannschaft. Momentan. Ja, aus Grund, weil wir ja eben auch dann die Defizite wollen wir gerne dann jede Woche, damit er seine Spielpraxis bekommt. Wir hätten ihn ja auch da weglassen können. So wollen wir trotzdem sehen, dass er ja immer im Spielrhythmus bleibt. Und dann muss er sich da auch zeigen. Das gehört mit dazu. Glaubst du, wenn ihr gegen Erfurt gewinnt, dass danach nach oben hin mehr möglich ist? Also wenn wir gegen Erfurt gewinnen, dann ist nach oben auf jeden Fall was möglich. Auf jeden Fall sind wir dann Siebte. Das ist schon mal sicher. Wie die letzten 4 Jahre. Ist das das ausgegebene Ziel? Das weiß ich nicht, also das ist mir unbekannt, dass wir vorher gesagt haben, wir wollen Siebte. Fakt ist klar, wenn wir das Spiel gewinnen, überholen wir sie tatsächlich. Und dann haben wir immer noch 3 aufstehende Spieler und die versuchen wir so gut wie möglich zu bestreiten. Ich weiß nicht, ob es dann reicht, um ganz nach oben zu kommen, ich weiß es nicht. Also wir versuchen auf jeden Fall alle 4 zu gewinnen
Und dann gucken wir, was die Liga denn uns gibt, mit diese, wenn wir so viermal gewinnen. Und ich meine, du bist ja jeden Tag bei der Mannschaft. Hat die Gier noch für den Rest der Saison oder wollen die einfach nur auslaufen lassen? Das glaube ich nicht. Das ist also, das ist letztendlich auch gegenüber jeder sich selbst und soll sie sich verbieten, das zu machen. Also gegen Wiesbaden hat alle das behauptet, dass sie jetzt keine Lust mehr haben und so. Und dann möchte ich gegen drei Tage später dann so eine Leistung in Regensburg, dann da bestätige ich mich das eigentlich, dass es nicht so ist. Dass sie schon gierig sind. Genau.